einen schönen 13. Dezember. Ich hoffe, ich faile heute nicht, aber heute ist Dienstag, das heißt, ich kann nicht failen. Das geht gar nicht. So, sieht heute der 13. Dezember aus. Eine an Höhlenmalerei erinnernde Zeichnung. Peter war der Schlossexperte und erkannte schnell, welche zwei Schlüssel passten. Jetzt ließ sich die Tür der Holzhütte öffnen. »Sollen wir da wirklich reingehen?«, flüsterte er. In diesem Moment sahen sie im Mondlicht, wie sich ihnen eine Gestalt näherte. Hastig schob Justus seine beiden Freunde in die Hütte. »Die Frage hat sich erledigt. Ich will dem nicht begegnen.« Die Hütte war winzig und im Inneren führte ein steiler Schacht in die Tiefe. Von außen vernahmen sie jetzt eine Männerstimme. Jemand schien zu telefonieren. »Hörst du mich?« »Ich bin's. Ich Idiot hab mein Schlüsselbund oben verloren und jetzt ist die Hütte auf. Ich wette, das waren die drei Schnüffler.« »Ja, alles klar. Ich stehe vor der Tür, schmiere. Hier kommt keiner raus.« Justus schaltete seine Taschenlampe an. »Wir stecken in der Falle. Los, wir müssen durch den Schacht.« Hintereinander stiegen sie eine Leiter runter und fanden sich in einem langen Gang wieder. Als langsam die Batterien der Taschenlampe ihren Geist aufgaben, raschelte es verdächtig laut hinter ihnen. Wiu. Aufgabe. Wer steht plötzlich vor den drei Freunden? Male alle Felder mit einem Punkt aus und du kannst es erkennen. Was ist das? Ein Ausmalspiel. Super. Ich habe ja den Megamarker, also können wir das kurz tun. Okay. Ich glaube, man erkennt es doch ganz gut. Es ist ein Bär. Ein Drache sehe ich da nicht, ein Geist sehe ich da auch nicht und ein Tiger sehe ich da auch nicht, zumindest wenn es jetzt so angemalt ist. Aber okay, der Bär wäre Lösung Nummer 4 und ist diese Gerätschaft hier. Und diese Gerätschaft habe ich schon gefunden, die ist nämlich hier. So, schauen wir mal, was drin ist. Schauen wir mal. Ach, was ist das? Guckt euch das einer mal an. Eine Absperrung. Oh nein, ein Stempel. Eine Absperrung. Betreten, was? Betreten verboten. Soll ich das abmachen? Nö, das ist festgeklebt. Das ist so ein Stempel. So, bam, betreten verboten. Ich habe aber leider kein Stempelkissen. So sieht die Lösung aus. Ach, die malen da sogar mit einem Stift das an und dann stempeln die. Okay. Habe ich auch überlegt, aber keine Ahnung, ich will das nicht anmalen. Manche Bereiche sollten einfach nicht betreten werden. Ein Tatort, ein geheimes Lager oder manchmal dein Zimmer gehören da auch dazu. Mit diesem Stempel kannst du die Verbote an die entsprechende Stelle, an die entsprechenden Stellen hängen. Stempel dieses Verbot einfach auf ein Papier oder einen Notizzettel und klebe diesen an deine Zimmertüre. Als Farbe kannst du ein normales Stempelkissen oder Filzmalfarbe verwenden. Male dazu die Buchstaben am Stempel einfach an. Du kannst den Stempel aber auch als Aufsteller für deinen Schreibtisch verwenden. Haha, stimmt, so als Aufsteller, so betreten verboten Aufsteller. Ja. Sieht man sofort, wenn man reinkommt dann und das auf dem Tisch steht. So, da steht auch ganz oft betreten verboten, betreten verboten, betreten verboten. Damit man das auch auf jeden Fall mitkriegt, dass man nicht in dieses Zimmer da darf. Aber gut, ein erfolgreicher 13. Dezember. Wunderbar. Und ja, wir sehen uns morgen dann zum 14. Bis dann. Hallo!
Scheiße. Okay. Hallo. Und ja, ein Scheiße. Einen Scheiße.